Oh, der Schnee hat Kälte mitgebracht. Ja. So, komm, ich habe dafür keine Zeit. Wir gehen jetzt mal. Oh, warte. Machen wir hier einen Schlenker einmal hier zum Banditenlager. Vielleicht so. Ich bin immer noch bei Zero Dawn. Zum Rebellenlager, meine ich. Ich habe gerade eine erschreckende Entdeckung gemacht. Bei dem Rebellenlager ist eine Feuerklaue. Level 42. Wir sind sowas von tot. Ich habe jetzt mal gespeichert. Ich werde es versuchen, aber ich befürchte, das wird unser Tod werden. Es sei denn, wir können von oben irgendwie uns rantasten. Dass wir von oben die bekämpfen, aber... Wo sind sie? Oh, fuck. Schieß mit allem, was ihr habt! Von hier aus kann man auf alle schießen, die den Berg herunterkommen. Deswegen ist hier das Rebellenlager. Alter! Halt die Schnauze! Alarm! Erwischt! Wir müssen helfen! Stell dich! Oh Gott! Kann nicht mehr zielen. Kacke, ey. Das war sehr gewagt von mir, jetzt hier dieses Unternehmen anzufangen. Lauf lieber weg, bevor ich dich finde. Ach ja? Sag das nochmal. Das war's jetzt gleich. Ach du Scheiße. Was? Alter! Ich habe gerade einen Panzerwanderer erledigt. Das heißt, wir können gleich zu der anderen Händlerin gleich nochmal und uns das andere Outfit besorgen. Yay! Ich freue mich. Ich kann von hier aus nicht an das Signal rankommen. Der Flugschreiber muss anders dort reingekommen sein. Wupp. Holla. Ach, wat? Ein Unterschlupf und eine Ruine. Schön. Kristallgeflecht. Wildbohnen, nö, brauchen wir ein Löschwasser, brauchen wir. Ja. Machen wir.
klebrige Paste. Das sind alles Sachen, die wir noch benötigen, glaube ich. Lohe. Halbes. Jetzt haben wir unser Vorrat erstmal wieder aufgefüllt hier. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Ach, guck mal hier. Hier brauchen wir eine Energiezelle für. Gehen wir erstmal zurück. Das ist die Fremde, die Tekut. Ja, ja. Möge deine Klinge strahlen. Wieso brauchen wir unsere Ehre wieder? Haben Sie Maschinen? Ich habe was für dich. Ja. Das ist eine gute Rüstung, wirklich. Und wie war die Antwort? Utaro Erntearbeiterin, aber das sieht cool aus. Das sieht echt, echt cool aus. Das können wir anziehen, wenn wir dann am Küstengebiet sind. Dann gehen wir mal hier. Das heißt nicht, dass ich fliegen würde. Was ist los? Seriva. Darf ich fragen, worüber ihr streitet? Seriva lässt nicht locker. Sie besteht darauf, dass Kameradin Ferika auf den Flügeln der Zehen flog. Doch ich sage, sich an einen Sturmvogel zu hängen, ist nicht dasselbe. Eine Tenaktrit einen Sturmvogel? Sie ging hoch in die Luft, aber reiten ist zu viel gesagt. Ha, du gibst es zu. Ihr redet über sie, als ob sie nicht mehr unter uns ist. Ist sie nicht. Als sie sich an der Maschine festhielt, ist sie mit ihr auf den Berggipfel geflogen. Der Sturmvogel kreist noch um den Gipfel. Doch Ferika ist fort. Traurig, so zu sterben. Das stimmt. Wenn nur jemand die Bergspitze erreichen könnte. Eine gute Soldatin mit entsprechender Rüstung. Da oben hilft sie auch niemandem. Ich bin recht gut im Klettern. Kein Zweifel. Aber wenn du nicht wie Ferika darauf willst, gibt es keinen wirklichen Weg da hoch. Noch. Ich sag dir, der erste Flug. Ach so. Pausiert die Flügel der Zehen abgeschlossen. Ach. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ach, übrigens. Tekoto sollte wohl besser aufpassen, was er sagt. Die letzte Patrouille hat eine Frostklaue im Tal erstellt. Na? Denkst du, was ich denke? Stein? Die Fremde hat es uns gezeigt. Wir müssen zur Kuh. Hey, Fremde. Möchtest du handeln? Ja. Eine Färberin. Endlich. Endlich. Ach, guck's dir an, wir können das sogar... Ach, Cell! Das ist ja interessant. Guck's dir an, einfach. Was ist denn das, bitte? Und wir können es uns vorher angucken. Sehr schön. Meine Lieblingsfarbe. Oh, wie cool. Weißt du was? Einfach weiß kann. Wie genial ist denn das? Ich mag es aber nicht so bunt irgendwie. Das finde ich jetzt nicht so klasse. Ist das cool. Aussehen ist nicht alles. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Dann helfen. Ich glaube, ist ja cool. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir jemanden finden, der uns hier die Klamotten färbt. Und da ist ein Tätowierer. Da ist ein Maler. Ich freue mich so. Ja. Das jetzt machen können. Ist ja witzig. Ich glaube, ich laufe erstmal so rum. Ich habe jetzt übrigens die ganze Zeit
den Kopfschmuck aus, ne? Wie sieht denn das eigentlich mit Kopfschmuck aus? Ach so, okay. Okay, ich will aber erstmal keine. Ich will erstmal keine Bemalung, danke. Aber ich weiß auf jeden Wenn Fall. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen. Okay. Ich das jetzt finde, vielen Dank. Ich freue mich. Die Tekote beschämt. Keine Schlacht wird ohne Vorbereitung gewonnen. Das dämpft den Fall. So. Was ist denn hier? Jacker. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehn aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jacker, Itaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Nicht trödeln, Soldatin! Ich komme! Pento, sei bitte in Sicherheit. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Den Markierungen nach muss die Kletterprüfung, die Jacker meinte, in der Nähe sein. Ich sollte nach ihrem Bruder sehen, wo ich hier bin. Wir gehen mal hoch. Wir strotzen der Höhe. Das macht uns nichts. Das bringe ich später einem Färber. Diese Tenakt sehen verletzt aus. Was ist passiert? Sieht aus, als ob die Person hier verantwortlich ist. Ich sollte mit dir sprechen. Mauerbrecherin. Wenn du den Marsch der Zehn sehen willst, dann hast du Pech. Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento? Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit zwei anderen. Pento kletterte als einziger entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an. Was das Leben als Tenakt angeht, kriegt ihr nicht besonders viel hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Die drei sind jetzt dem Berg ausgeliefert. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Wieso ist jeder sicher, dass dieser Pento den Aufstieg nicht schafft? Wir sind ein Soldatenvolk. Wir schätzen Stärke und Gewandtheit. Pento hat keins davon. Hatte er nie. Von klein auf war er nur zum Putzdienst eingeteilt. Und dann bricht er völlig alleine zu unserer schwierigsten Clanprüfung auf. Und ihr haltet ihn für verrückt? Ich mag dieses Wort nicht. Als ich eine Frauenrüstung anlegte, nannte man mich auch verrückt. Ich schätze, dass Pento sich einfach nur beweisen will. Zeigen, wer er wirklich ist. Ich verstehe das. Glaub mir. Aber dieser Aufstieg ist höllisch, selbst ohne Sturm. Was ist dieser Marsch, den du erwähnt hast? Einer der schwierigsten Berghänge im gesamten Himmelsklan-Gebiet. Es heißt, die Zehn hätten den Berg im Krieg gegen die Maschinen paarweise bestiegen. Wir versuchen immer zu zweit, das Soldatenzeichen zu erlangen, indem wir den Spuren der Alten folgen und die Blutkrone pflücken. Eine Blume, die auf dem Gipfel wächst. Alle bis auf Pento. Er wollte unbedingt allein klettern. Du meinst, niemand wollte mit ihm klettern? Ich wollte ihn aufhalten. Aber es verstieß gegen keine Regel, also ließ ich ihn ziehen. Kommt mir bekannt vor.
Die Nora haben ein ähnliches Ritual. Mich wollte auch niemand dabei haben. Deren Pech nehme ich an. Ja. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Ich komme wieder, keine Frage. Bist du verletzt? Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ja. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start. Folgst den Markierungen. Der Schneefall ist stark. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Schamanenpfad aus Frozen Wilds, den auch ein junger Schamane meistern muss. Bei den Banu. Jo, ist die nächste Markierung da? Gehen wir da mal hin. Markierungen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das kommt für später zum Vorrat. Ich höre schon wieder Gekämpfe. Ihr wollt kämpfen? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Dieser Tenakt braucht Hilfe. Oh, wie. Wer immer du bist, danke für die Hilfe. Ach was, Pirscher. Das sind Pirscherlein. Ich sehe euch doch auch mit verbundenen Augen. Der Schmerz ist da. Ja, es ist schön für den Schmerz. Nicht die Fallen laufen. So, Pento. Pento. Alles okay? Alles okay? Nicht wirklich, aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt? Meine Partnerin? Ja. Die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging? Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Doch. Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Wir kämpfen uns durch den Sturm. Finden, bevor ihm etwas zustößt. Wenn ihm nicht schon was zugestoßen ist. Oh! Oh, hier mitten im Schnee, im Sturm. Captain Zero. Wann zum Teufel haben die Feds beschlossen, diese G-Sing-Schrotthaufen mit scharfer Munition auszustatten? Sie haben wohl erkannt, dass ihre nicht tödliche Lösung überhaupt nichts löst. Hutchins glaubt, er kann weiter oben auf dem Berg ein Signal kriegen, Verstärkung rufen. Wenn die Feds mit harten Bandagen kämpfen wollen, kriegen die Drohnen von der GTF ein Feuerwerk wie am 4. Juli. Sein Bein sieht allerdings übel aus. Es wird schwierig werden, ihn den Berg hochzukriegen. Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Da ist er doch. Das müssen Pentos Spuren sein. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Offenbar hat die Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört.
Oh Mann. Dieser Bengel. Das verstaue ich für später. Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Na dann. Pento kam hier vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Jetzt schön gleiten. Ach, darüber, oder was? Wow. Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Da ist sie. Pentos Spur führt auf diese Klippe, aber der Berg ist instabil. Ich werde wohl nicht denselben Weg nehmen können. Oh Gott, oh Gott. Klasse. Oh nein, ich höre gekämpft wieder. Hoffentlich ist das Pento. Solange er schreit, heißt es, er ist am Leben. Das sieht aus, als braucht er Hilfe. Wer ist da? Eine Freundin. Wir kennen uns gar nicht, aber eine Freundin, ja. Oh. Mein Fokus zeigt nichts mehr an. Ja und? Wir sind doch... Das ist doch jetzt scheißegal. In your face. Na, komm her. Gern geschehen. Oha. Das stimmt. Pento? Kennen wir uns? Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu, ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Also was Regeln angeht, sieht aus, mehr zu schnell. Der Pfad hier weitergeht. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich bin Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch offenbar muss man das, um ein Tenakt... Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Jetzt werft mir hier jetzt nicht noch eine blöde Feuerklaue hin. Sackgasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Das war unglaublich. Ich fälle diesen Baum. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Ich warte hier auf dich. Habe ich absolut nichts dagegen. Lösen. Schon wieder von Captain zu Hero. Ich muss kurz verschnaufen. Hutchins hat starke Schmerzen. Wir kriegen immer noch kein Signal. Die Drohnen der Feds kreisen über uns. Und ich gebe die Bäume uns etwas Deckung. Wir müssen weiterklettern. Ich habe Hutchins gesagt, er soll mich bloß nicht im Stich lassen, um ihn zu motivieren. Habe ich mit ihm gewettet. $1,000, dass seine geliebte Wayfarers das Spiel heute Abend verlieren. Sie sind der haushohe Favorit. Man muss es also nur nach oben schaffen und kann den Rest seines Lebens über mich herziehen. Das sollte ihn bei der Stange halten. Also passt das auch, dass hier auch zwei Kameraden praktisch ums Überleben gekämpft haben.
So, wo und jetzt? Was gefunden? Wow. Okay, warte. Können wir hier... Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen. Ich warte, bis du fertig bist. Du schaffst das. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Klettern wir mal los. So ein Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft! Sturmvogel, wa? Na, geht doch! Unfassbar, wir haben es geschafft! Machen wir uns zum Gipfel auf. Freut euch nicht zu früh. Ich befürchte, wir müssen gleich einen Sturmvogel erlegen. Klasse. Warum? Mach doch rüber hier. Mach doch rüber hier. Was ist denn los mit dir? Die erledigen. Natürlich. Natürlich. Es war so klar. Wovon haben wir geredet, bevor du fortgingst? Oh, ich erinnere mich. Die erledigen wir. Na los. Alter. Die macht uns tot. Feuerschaden. Ja, dann feuern wir mit Feuer da drauf. Alter, kann ich nicht mehr zielen oder was hier? Ich warte hier auf dich. Meine Ausdauer ist zu niedrig. Thank you.
was gefunden? Das war jetzt echt ein Mammutprojekt, ey. Entschuldige, ich musste etwas machen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Geschafft! Der Geschafft! Sturm. Komm! Er lässt hier lang, nach. Aloy. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das... Warte! Das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Alles für so ein kleines bisschen Grünzeug. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Ja. Und die Aussicht ist auch gut. Na, das war ein Spaß. Wir sind da oben fast zur Hölle geschickt worden, als Hutchinson offen im Gelände herumgehumpelt ist und es versucht hat, ein Signal zu kriegen. Nur gut, dass Mojave uns gehört hat. Das Kommando hat die Jets geschickt. Die Drohnen hatten keine Chance. Jetzt wissen wir also, dass die Feds uns ohne zu zögern umbringen würden, um unser Land in die Finger zu kriegen. Tja, heute nicht, ihr Wichser. Hutchins Bein sieht schlimm aus, aber das Evakuierungsteam sollte bald hier sein. Er wird es schaffen und ich habe wohl $1,000 verloren. Gut angelegtes Geld.
Trotzdem hasse ich die Wayfarers. So, wir schießen jetzt diese Quest ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir auch zu Hikaru gehen, ne? Wieder zurück zum Häuptling. Aloy! Sie ist zurück! Ja! Hallo! Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jacka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pinto! Au! Hier ist die Blutkrone, als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Er, Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig. Dient. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pinto. Marsch eines Soldaten abgeschlossen. So. Und genau, zum Kullerut werden wir uns das nächste Mal versammeln. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder und macht es gut. Ciao.